Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer Geburtstagsedition von PJ's Kitchen Rules. Ich habe heute Geburtstag und aufgrund der vielen Nachfragen und um euch was zu schenken, gibt es heute was Indisches und zwar ein Chicken Tikka Masala, einer der Klassiker der indischen Küche. Hört sich kompliziert an, schmeckt sehr, sehr extravagant, ist aber super easy für euch zu Hause zu machen. Ich zeige euch jetzt wie. Viel Spaß! Was wir brauchen, frischen Koriander, der kommt nachher drüber, eine Chilischote, Hühnerbrust und dann haben wir hier Garam Masala, Cayennepfeffer, etwas Zucker und Curryblätter, Naturjoghurt, Dosentomaten, eine rote Zwiebel, bisschen Olivenöl zum Anbraten und Salz, Pfeffer und das ist schon alles. Ich werde jetzt anfangen, die Zutaten vorzubereiten. Dazu schneide ich mir die Zwiebel und die Chili in grobe Stücke. Warum grob? Das seht ihr gleich. So, ich habe jetzt hier Chili und Zwiebeln in grobe Stücke geschnitten. Die Kerne habe ich drin gelassen. Das, was wir an Schärfe jetzt mitbekommen durch die Chili oder durch die Kerne, das werde ich nachher mit dem Naturjoghurt ein bisschen relativieren. Aber jetzt wird das hier erstmal in der Pfanne angebraten. Sobald die Zwiebel und die Chili ein bisschen Farbe bekommen, gebe ich dann die Gewürze zu, alle bis auf die Curryblätter und lasse die ein bisschen mitrösten. Der Zucker hilft ein bisschen beim Karamellisieren und die anderen Gewürze entfalten unter Hitze erst ihre richtige Intensität. So, man sieht, die haben jetzt hier Farbe bekommen. Jetzt kommt das Garam Masala dazu, das ist eine indische Gewürzmischung. Dann der Cayennepfeffer, das sind gemahlene Chilis und ganz normaler Kristallzucker. So, jetzt haben wir hier das schön angebraten. Man sieht, wie schön braun das geworden ist. Das kommt jetzt so, wie es ist, in den Mixer. Dazu kommen jetzt die Dosentomaten. Das Huhn, das schneide ich jetzt einfach in Würfel. Und brate die kurz in der Pfanne an. So, die Stücke sind jetzt außen ein bisschen farbig geworden. Das heißt, die Mischung kommt jetzt wieder zurück in die Pfanne. Und darin werden jetzt die Hühnerstücke zu Ende gegart auf ganz niedriger Hitze. So nehmen die schön den Geschmack von der Soße an. Jetzt, wo das hier so vor sich hinköchelt, werde ich die Curryblätter dazugeben. Ja, jetzt haben wir von der Schärfe indische Verhältnisse. Um das jetzt ein bisschen zu relativieren, kommt jetzt der Naturjoghurt rein. Wir fangen mit ein bisschen an und sehen dann, wie sich die Schärfe entwickelt. Und jetzt sieht man auch schon, wie sich die Farbe verändert, wie das zu der bekannten orange-roten Soße wird. So, jetzt ist das Hühnchen gar und die Soße ist schön durchgezogen. Man sieht die unheimlich tolle Farbe. Und das servieren wir jetzt schön mit Reis, wie das üblich ist in Indien. Und dann kommt nachher zu guter Letzt der frische Koriander drüber. Und so sieht ein indisches Essen aus.